ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine 100 Level Clown Death Run Parkour Map. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob sie es rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Bei 100 Leveln werden wir uns auch mal anschauen, ob die Level abwechslungsreich sind oder ob die sich nach 50 Leveln wiederholen oder nicht. Es soll was mit Clowns sein. Wenn man schon eine Map danach benennt, dann möchte ich auch ein paar Clowns sehen. Mapcode in der Videobeschreibung, wie immer. Und ich warte jetzt einfach mal ab, dass wir in die Lobby kommen. Und die sieht schlicht und einfach aus. Okay, hier hätte ein Clown stehen müssen. Da hätte definitiv ein Clown stehen müssen. So, hier aber links an der Seite seht ihr, XP sind enabled, also angeschalten. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Ich frage mich, warum das Spielersuche gerade stand. Ich spiele auf Privat. Hallo, ich habe doch da gerade... Each level you get XP. Mhm. Hallo. Ach, ich muss jetzt... Das ist der größte Scheiß, den die Creator machen können. Ich muss den jetzt supporten, damit ich die Map spielen kann. Oder wie ist das? Nein. Sehr gut. Ich hatte schon die eine oder andere Map, wo ich das tatsächlich machen musste. Und das war der größte Abfuck ever. So, wir haben eine Goldmünze. Time, was? 100 Sekunden? 100 Minuten? Hier ist noch eine Goldmünze. Was ist denn? Wo bin ich denn? Hallo, wo bin ich denn jetzt? Klettern aktiv, Sprinten auch, nice. Gab's hier nicht noch eine Münze? Nein, okay. Wir starten. Hey, ich wollte noch eine sliden. Ja. Okay, da war ich tot. Man sollte da vielleicht doch nicht runtersliden. So, bis jetzt habe ich noch kein XP erhalten. Jetzt kommen sie. 217. Ja. 217. Oha. Hallo, stopp. Stopp, hallo. Okay. 217 XP pro Checkpoint. Das rentiert sich bei 100 Leveln tatsächlich. Also wir haben unsere 20k easy chillig drinne. Okay.
Das hier verstehe ich gerade nicht so wirklich. Es soll doch eine Deathrun-Map sein. Warum slide ich die ganze Zeit nur? Höh. Oh, ich muss auf dem grünen Ding bleiben. Das ist mir eher wie so eine Achterbahn-Dings. Aha. Okay, warum sind hier eigentlich so viele Münzen versteckt? Kann man sich dann wieder irgendwo was Besonderes gönnen? Jetzt sieht es mir doch schon ganz nach Deathrun aus hier. Ja, jetzt kommen wir doch der Sache näher. Boah, Schwein gehabt. Nein! Na, ich freue mich immer, wenn ich bei solchen Maps sterbe. Okay, also die Münzen geben... Wow, was waren das für Freezes? Die Münzen geben keine XP. Jetzt kriege ich auf einmal wieder hier welche. So, was ist das? Ha! Okay. Wie viele Level haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ach, 15, okay. Sind ja nicht mehr viele. Oh Mann. Habt ihr jetzt aber nicht gesehen, oder? Ich überlege gerade, ob ich an der Seite langkletter. Nö, ich hab's geschafft. Why? Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es gerade geschafft. Oh, ich habe es eingesammelt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe sie bekommen. Okay, also abwechslungsreich bis jetzt allemal. Farbenfroh ist die Map auf jeden Fall. XP sind recht passabel. Die Münze hätte ich trotzdem gerne, auch wenn ich nicht weiß, für was die gut sind. Bis jetzt muss ich sagen, noch keine einzige Deckenfalle gehabt. Da war eine Münze. Das gefällt mir. 70 Level noch vor uns. Ich weiß nicht, ob diese Map was für Controller-Spieler ist, um ehrlich zu sein.
ich könnte hier tatsächlich per Controller nicht spielen. Haben wir alles. Die Map ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ey. Vor allem, wenn man stirbt, weil der Charakter nicht springt. Sollen das eigentlich Clownsnasen darstellen? Oh, ich krieg mehr XP pro Checkpoint jetzt. Cool. Da oben ist eine Münze. Die Hammer. ...34 Münzen haben wir eingesammelt. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was die gut sind, aber wir haben das Level Up drinne. Du bleibst doch schön bei mir. Jo, das haben wir auch geschafft. Das soll bestimmt Level skippen. Ist das Level skippen? Nee. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Okay. Das haben wir. Da hinten ist eine Münze versteckt. Die snacken wir uns. Und dann fallen wir runter. Okay, einfach mal festgestackt. Ach du Heimatland, was ist das denn? Das hier hat auch nichts mehr mit Clown zu tun. Das hat doch alles nichts mehr mit einem Clown zu tun. Wieso nennt man eine Map Clown Map und... Wow. Also, clown-technisch gesehen, ich sehe da nur so eine runden Bobbles, die mittlerweile schon gar nicht mehr auftauchen, die an Clownsnasen erinnern. Aber das war's. Mehr Clown-technisches sehe ich hier überhaupt nicht. Was ist denn jetzt? Ist hier Low Gravity? Ja, habe ich. Oh, schreibt das doch irgendwo hin, dass Low Gravity ist. Alter, so viel Zeit hast du doch. Ich habe eine Münze vergessen. Nirgends, wo hier steht, dass Low Gravity an ist. Wo machst du diesen? Das war ja mal ein geiler Sprung. Nee, aber du... wie heißt denn du?
Magic Builds, Monit oder keine Ahnung, ob du Monit heißt, Magic oder Magic Builds, keine Ahnung, ist mir gerade Latte. Schreib das doch dazu, dass dort Low Gravity herrscht. Die 5 Minuten Zeit hast du doch beim Createn. Da ist doch nichts dabei. Hätte ich das Jump Pad dort, das Bounce Pad nehmen müssen? Ich hoffe mal nicht. Oh nein. Wenn du hier nicht richtig mittig bleibst, bist du am Arsch. Dann slidest du von links nach rechts und kannst du nicht mehr richtig springen. Nein, 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 nein. Genau das meine ich. Nein. 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 Oh Mann. Oh, ich hab's geschafft. Aber, ey. Nein, hör auf. Mach nicht diesen. Hui. Okay, die Map ist abwechslungsreich. Also, es hat sich bis jetzt noch nichts wirklich so hardcore-mäßig wiederholt. Wie in anderen Maps, die ich schon hatte. Aber das sind auch nur 100 Level. So viel Kreativität muss man echt haben. Dass man hier nichts doppelt und dreifach einbaut. Oh nö. Au! 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 Aua! Au! Hör mal auf! Wo ist das Ende? Mami! Ich hab's. Alter Schwede. Okay. Wir haben 60 Münzen. Stand am Anfang was dazu, für was die Münzen sind. Überlegt gerade, sorry, ich glaube nicht, oder? Stand nichts dazu. Ah, sicher ist sicher mit dem Sneaken. Hui, woher wusste ich, dass man da X spammen muss? Ja, das hier ist seit neuestem auch irgendwie in jeder Deathrun-Map vorhanden. Naja. Geil. Leck mich doch. Oh nein. Und nochmal. Sorry, ich werde jetzt hier mal sneaken, ne? Hey! Ey, was soll denn das?
Boah, wie hoch denn noch? Ah, das hier ist ja... Nee, also dieses Level... Boah, nee. Erstens, man kriegt den extremsten Augenkrebs. Die Farben, die kann man sich nicht antun. Ja, und dann... Man muss am Rand laufen, damit man überhaupt irgendwas reißen kann. So, lass mich raten, hier gibt es einen Gleiter. Ja. Hä? Ah! Okay, und was hat das jetzt mit einem Clown zu tun? Verrat mir das bitte mal einer. Das hat auch nichts mit einem Clown zu tun. Hä? Das hat alles nichts mit einem Clown zu tun. Sorry, aber die Map muss umbenannt werden. Das sieht aus wie eine Clownsnase, aber das war's dann auch. So, Low Gravity ist aktiv. Warum steht denn das? Was war das für eine Animation? Ey, wow, was machst du für eine Sprunganimation? Na dann. Jetzt springst du auf einmal. Mit einer ordentlichen Animation. Na, warum kann man da nicht klettern? Okay, die Map an sich... Abwechslungsreich, XP passabel. Aber das hier gerade ist der übelste Rotz. Wenn du nicht mittig landest, rutschst du runter und wenn du Pech hast, kannst du dich nirgendwo hochziehen. Und ihr könnt mich gerne für solche Aussagen haten. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung von der Map. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden, indem ihr den Mapcode eingebt und die Map selber spielt. So, und wenn ich jetzt hier runterrutsche, das ist doch der größte Abfuck. Oh, Mann, ey. Ich habe Angst, dass diese runden Dinger hier verschwinden, wenn ich... Was war das? Wenn ich da drauf stehe. Die geben Jump Boost! Willst du mich verarschen? Das steht hier nicht! Man kriegt hier Jump Boost! Alter! Was ist denn jetzt? Kriege ich jetzt gerade Speed? Ich habe eine Mütze gesehen. Schon wieder Gamescom. Was wollt denn ihr von mir? Hier ist wieder Low... Okay, da steht wieder nichts mit Low Gravity. Woher soll man das wissen, dass es hier existiert? Alter, verarsch mich nicht. Hier, nirgendwo steht Low Gravity. Nirgendwo. Mach doch nicht diesen, meine Fräse. Bei dem anderen standst du auch da, warum nicht hier? Und warum macht ihr hier so einen hässlichen Achten hin, wo man in der Mitte durchplumpsen kann? Alter. Hier, habt ihr das gesehen? Das ist doch der größte Bullshit. Na! Ich war am Ende. Ich war fucking nochmal am Ende.
Alter, das kannst du keinem erzählen hier. Alter! Sorry, aber... Mach ordentliche Plattform hin, ey, da könnte ich gerade ausrasten. Wenn ich so eine Behindertenachtung nur am Rand laufen kann. Und dann die nächste Frage. Warum so ein Riesenraum? Warum? Die Dinger sind gefühlt alle gleich breit auseinander. Warum macht ihr hier noch 20 Blöcke oder 100 Kilometer links und rechts? Ah. Sorry, aber einfach nee. Hier, ich wäre fast in der Mitte durchgeplumpst. Gelb. Grün. Rot? Nein. Gelb? Grün? Gelb? Nein. Grün. Gelb? Grün? Grün? Ja. Oh, na, na. Wollt ihr mal lachen? Auf jeder Map. Die Map soll einfach sein. Die Map steht als einfach drinne. Auf jeder einfachen Map habe ich oder hat man eine kleine Hilfestellung bekommen. Weil hier nicht. Why not? Oh meine Fräse, ey. Mann, Mann, Mann. Ey, die XP machen das aber wieder gut, was ich mich hier gerade aufrege. Außer wenn wieder so eine Scheißsprünge kommen. Und die ganze Zeit dann wieder hin und her slidet. So. Level 82. 82, 98. Was ist denn das hier? Checkpoint einsammeln. Scheiß auf die Münze. Checkpoint? Nein. Scheiß jetzt auf die eine Münze, aber hier gibt es keinen Checkpoint. Big XP Bonus. Ey, wenn der das nicht wieder wegmacht, ne? Und wieder Low Gravity. Und es stand wieder nicht da. Bei einem einzigen Level stand das da mit Gravity. Also Low Gravity. Warum hat man sich nicht die Zeit genommen, das hier auch mal hinzuschreiben? Seid ihr so faul? Hast ihr Fortnite-Spieler? Es müsste wirklich mal einer, der Fortnite-Spieler und Fortnite allgemein hassen tut, abgrundtief hasst, mal eine Map entwickeln. Ich glaube, da würde eine Map bei rauskommen, die du einfach gar nicht schaffen kannst. Wie hoch geht denn da? Okay. Wenigstens gab es hier mal einen Checkpoint, wo auch nicht steht Low Gravity. Nein. Oh, Alter. Mach nicht diesen Elbow. Mach nicht diesen, sondern diesen, genau. Komm. Du bist eine Viking-Assassine.
gab es ein Assassin's Creed Valhalla überhaupt mal? Ja, doch. Da gab es die Jump'n'Runs bei den Anomalien. Oh, was ich mich da dämlich angestellt habe manchmal. Und ich habe das Spiel zweimal durch mit Bonus-DLCs. Ja, Checkpoint wäre mal wieder nice. Oh, wir haben es fast geschafft. Außer da oben ist ein Portal und es geht woanders hin. Oh nein. Wieder schön mittig landen, sonst rutscht man runter. Okay. Was? Was? Boah, das ist ja mies. Warum? Ach du. Wie sind denen ihre... Ach du, ja, leck mich am Arsch. Wir haben es geschafft. Wie viel XP? Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. 24.000, ja. Das lohnt sich. Das lohnt sich tatsächlich. Hall of Fame. Erster Platz, nice. VIP Room, 100 Coins. Nö. Nö, mache ich nicht. Den könnt ihr selber spielen, wenn ihr die Map durch habt. Abwechslungsreich ist die Map, muss ich sagen. Die eine oder andere Sprungsache dort, wo einfach mal nicht geschrieben wird, Low Gravity oder so, ist scheiße. Das müsste ausgebessert werden. Und das ist die Version 89. No? Die Map wurde 89 mal geupdatet. Und da kriegt man es nicht auf die Reihe, das einzuführen. Ist ein bisschen schade und peinlich zugleich. Kein einziges Mal hat sich das Level irgendwie wiederholt. Aber das größte No-Go an dieser Map ist eine Clowns-Map, wo man zweimal ein Clowns-Gesicht hatte. Alles andere hat nichts mit Clown zu tun. Clowns. Mit den Spaßmacher-Clowns. Die Map hat einfach zu 98% nichts damit zu tun. Außer, dass die bunt und farbenfroh ist. Wow. Wenn ich hier meine Wände bunt und farbenfroh anstreiche, kann ich dann auch schreiben, ich habe eine Clownswohnung? Nee. Also, sorry, aber entweder ihr überarbeitet auch den Namen oder ihr baut mehr Spaßmacher-Clowns ein. Anders geht's leider nicht. Ich gucke jetzt gerade, ob es hier noch irgendwo XP gibt, aber scheint mir nicht so. Ansonsten, Mapcode in der Videobeschreibung, man kann sie tatsächlich mehrfach spielen, die XP rendieren sich, und was ist das hier? Aha. Aha. Okay, man kann sie mehrfach spielen und das ein oder andere Level-Up da tatsächlich damit holen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und mal schauen, was für eine Map ich als nächstes spiele. Bis dann sage ich euch, kann ich euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen.